Jojo Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mit am Start ist Min. Hallo. Ich muss mal mit der Kamera runtergehen bei dir, ne? Halt die Schnauze. Wir werden heute Zauber von Ost testen. Sollen da richtig heftige Burger haben. Können wir kurz den Laden zeigen. Die Burger sollen hier richtig gut sein. 4,3 Sterne Bewertungen haben die auch auf Google. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein, wenn die schon aufhaben. Hi. 17 Uhr macht ihr auf, ne? Ich hatte angerufen und gefragt, ob ich aufnehmen darf. Ja, perfekt, super. Du siehst irgendwie voll hungrig aus. Ich hatte nur Müsli heute. Es ist jetzt 17 Uhr. Ich habe 10 Stunden nichts gegessen. Das hat hier so irgendwie Wohnzimmer-Feeling, als wenn du zu Hause wärst. Schon cool eingerichtet. So sehr gemütlich auch. Weißt du schon, was zu holen? Ja, Mann. Was denn? Ich nehme einen Cheeseburger. Ey, den wollte ich auch. Die haben auch veganen Döner-Teller für dich. Veganen Döner-Teller? Ich dachte, die haben hier nur Burger. Ach da, Speisekarte. Hier, guck mal. Ich zeig euch das mal. Die Karte sieht auch ordentlich aus. Da, guck mal, da steht sogar, unsere Burger-Patties werden täglich frisch zubereitet und werden aufgrund dessen Medium gegart serviert. Aha, interessant. Die extra Patty, die Euro, das machen wir. Den Chili Cheese. Den nehmen wir. Mit Doppelfleisch. Pommes braucht, glaube ich, nicht. Die beiden schon die, was ich trinken wollte, oder wollt ihr erst mal schauen? Ja, doch, wir wissen schon komplett. Achso, okay. Können wir diesen Köpfen machen? Er hat Hunger. Ich hab richtig Hunger. Dann schieß mal los. Ich nehme einmal die Limette Minz Limo. Ja. Für mich auch. Ja, was ist mit dir? Das sind hausgemachte Limos, ne? Die ja. Limette läuft frisch gepresst und gesiebt, jeden Tag vorbereitet. Was wird denn davon am häufigsten bestellt? Von den Limonaden? Von den Limos, ja. Die Mitte mit sich schon nett. Okay, nehme ich mir. Ja, habe ich zweimal notiert. Was wollt ihr essen? Ich nehme Italian Stallion einmal und einmal die holländischen Fritten dazu. Okay. Nicht die belgischen? Ja, die holländischen. Also was zuerst? Chili Cheese nehme ich. Doppelt Fleisch, wenn das geht. Kein Problem, klar. Ja? Perfekt, super, besten Dank. Jo. Über die Limette sieht sexy aus. Die Musik passt so dazu. Mmh, trink mal jetzt für mich. Du bist der Strohhalm in meinem Drink. Vergiss das nicht. Warte mal ein bisschen lang im Ofen. Ach, die Buns sind schwarz? Das ist ein richtiges Schwarzbrotbun, ja. Okay. Kannst du mir einen Gefallen tun, die Musik ein bisschen leiser machen? Super, danke. Guten Abend. Danke. Dankeschön. Ey, what the fuck? Einfach schwarz. So wie dein Herz. So, und so wie dein Herz, sagt er. Danke, ja, perfekt, danke. Isst du echt mit Messer und Gabel diesen Burger? Ja. Guck genau hin. Das lasse ich zu. Schande, wirklich, das schöne Brötchen. Wie kann man da mit dem Messer rein? Wie kann man da nur mit dem Messer rein, Leute? Ich kann dreckigen Finger. Ich spuck gleich auf deine Finger. Schade. Der Zauber von Ost, was kann ich für dich tun? Mhm. Du hast schon mehr. Das Licht ist jetzt nicht optimal, aber Leute, was soll ich jetzt machen? Das Licht rettet ihn jetzt auch nicht. Das Licht rettet mich. Ist das Spiegelei? Ja, du hast ein Cheese, war kein Ei drauf. Was ist denn das? Das Käse. Stimmt. Ja, so ist es hier. Ich habe in Bremen Chili Cheeseburger gegessen. Der war richtig scharf, mit Habanero-Sauce. Wow. Übertrieben scharf? Scharf? Nee, das nicht. Für mich war das perfekt, Mann. So muss ein Chili Cheeseburger sein, habe ich dann gedacht. Du musst anfangen zu schwitzen. Aber das ist jetzt so europäische Schärfe. Aber es schmeckt stabil, Mann. Gurken, rote Zwiebeln feiere ich sowieso. Tomaten müssen jetzt nicht unbedingt auf einem Burger sein, finde ich. Getrocknet ist gut. Hm? Ich habe getrocknete Tomaten. Getrocknete Tomaten hast du? Ach, du hast in Italien, ne? Also mit dem Käse, leichte Schärfe. Es schmeckt stabil. Das Fleisch, ich habe jetzt Doppelfleisch, kann man auch nicht meckern. Mein Bun ist ganz normal, Sesam. Außen hat das so eine leichte Härte, aber sonst so von innen ist es schön fluffig. Ich sage, kein Unterschied. Kein Unterschied? Pommes aber sehr nice. Ich wollte eigentlich auf Toilette gehen kurz. Oh yeah.
Scheiße, jetzt habe ich mein Mikro dabei und nicht ausgemacht. Ich mache nur meine Nase sauer. Boah. Ja. Kurz eine Leine ziehen? Nein, Spaß. Also ich wasche gerade meine Hände. Ich pisse nicht. Wir holen dich gleich ab, wir fahren 10 Minuten los. Ja, ich soll mal mit. Ja, komm mit. Wir machen Shisha-Blog. Wir kommen nun zum Fazit. Zauber von Ostien aus Osnabrück haben wir getestet. Die Burger haben wir gegessen. Und ja, ich hatte jetzt den Chili Cheese Burger. Min hatte den Italian Burger. Sein Italian Burger war ein schwarzes Brot, fand ich sehr, sehr interessant. Ich hatte so einen normalen Bun mit Sesam. Und vom Geschmack her, kann man halt nicht viel Falsches sagen bei dem Burger, finde ich. Gut, mir haben jetzt zum Beispiel die Tomaten nicht gepasst, weil bei so einem Burger brauche ich eigentlich keine Tomaten. Das ist aber natürlich Geschmackssache. Oder für mich war es zum Beispiel auch nicht zu scharf oder überhaupt nicht scharf. Du hättest auch ohne Tomate bestellen können. Ja, guter Punkt. Der Punkt. Ja, das stimmt. Aber ich will ja klassisch, so wie auf der Karte ist. Aber das stimmt schon, ja, natürlich. Du kannst auch ohne Tomaten bestellen. Wenn der Penis steht, dann ist da doch auch kein Penis mit, oder? Wenn es deiner ist, dann weiß ich nicht. Nein. Nee, ja, stimmt schon. Das stimmt schon. Bewertung. Ambiente finde ich sexy. Musik finde ich auch richtig gut. Also Ambiente Musik, ich würde geben 8 von 10. Ich glaube, abends noch richtig chillig, wenn man dann noch Cocktails trinken kann. Ich hatte Italian Stallion Burger. Fand ich geil. Fleisch war richtig gut für den Burger. Brot, weil es jetzt so fancy schwarz, keine Ahnung, ob das nötig ist. Geschmacklich kein Unterschied. Burger würde ich aber auf jeden Fall schon so im oberen Bereich ansiedeln. War ein richtig leckerer Burger. Kann machen. Ich gehe jetzt öfter auch dahin. Auch ohne Umu zum Glück. Na, halt's Maul. Deswegen, ich finde ihn gut. Wow, Alter, der Profi, Digga. Stabile Burger gewesen, machst nichts verkehrt. Vielleicht hat mir da noch ein bisschen Schärfe gefehlt bei dem Chili Cheese Burger. Der war mir doch ein bisschen zu mild, wenn du jetzt Schärfe vertragen kannst oder magst. Wird der dir wahrscheinlich nicht so scharf rüberkommen, aber war ganz stabil. War okay, kann man essen. Der Laden auch von dem Ambiente her, von dem Design her. Du hattest irgendwie so ein Feeling, so ein Wohnzimmer-Feeling, als wenn du zu Hause wärst. Diese Gemütlichkeit. Und ich glaube, wenn man da Cocktails trinkt, dort was isst, mit so ein paar Leuten da ist, macht das schon Bock. Das ist so zu dem Essen eigentlich Pommes. Auch geil, Mann, die holländischen Fritten. Die Zwiebeln, Junge. Ja, die Zwiebeln da drauf. Vor allem dort Röstzwiebeln und rote Zwiebeln noch drauf. Geschmorte rote Zwiebeln. Ja, Mann, das war richtig sexy. Ich hatte auch kurze Freudentropfen, weil das richtig. Geschmorte rote Zwiebeln, okay, Entschuldigung. Röstzwiebeln, Joppi-Soße, richtig lecker gewesen. Pommes, perfekt frittiert. Fanden sogar die Pommes noch wilder als die Burger. Ja, weil guck mal, wenn ich jetzt Burger hier irgendwo anders essen gehe, schmeckt der auch so. Aber diese Pommes waren irgendwie, haben den Unterschied gemacht. Die Pommes haben mich wirklich mehr gecatcht, finde ich. War so wow. Burger halt, wie gesagt, Standard kann man essen gehen. Zauber von Ostien, Osnabrück. Kann man auf jeden Fall hingehen. Habe ich jetzt, glaube ich, schon 20 Mal gesagt, aber ja. Das war's mit dem Video, Leute. Denkt daran, das Video zu liken, wenn euch das gefallen hat. Oh, sorry, Anruf. Oh, Anruf. Hey! Hey! Ich muss aber sagen. Ja. Paschulte nachhol. Paschulte, was? Du bist gerade im Video, ne? Sag was Vernünftiges. Halt die Klappe. Was sollen die Leute machen am Ende, wenn die mein Video geschaut haben? Ja, bitte Follow. Ja, weiter. Und liken, kommentieren. Ja, mein bester Mann. Ihr habt's gehört, Leute. Liken, kostenlos Abo dalassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dicker Kuss geht raus.